Bettler, Junkies, Gestank, Gewalt. Das ist für viele Reisende der erste Eindruck vom Hauptbahnhof in Hannover. Die Messestadt wirbt ja mit tollen Stadtfesten, Party im Grün, Maschsee, Herrenhäusergärten. Aber wenn man mit dem Zug am Bahnhof ankommt, dann sollte man besser nicht. Kritiker sprechen schon vom schlimmsten Bahnhof in Deutschland. Hier, das ist für mich auch, ich sag mal, so die schlimmste Ecke. Ja, schon betrunkene Menschen hier. Ist jetzt nicht das Optimale, wenn man hier im Dunkeln auch langläuft. Ah, die sind echt übel. Die haben auch schon zwei Kollegen von uns hier auf dem Boden zusammengetreten. Wir sind an einem der derzeit gefährlichsten Bahnhöfe Deutschlands in Hannover. 50 Polizeieinsätze am Tag sind hier keine Seltenheit. Bettlerbanden und Gewalt an der Tagesordnung. Wilhelm Grüßing war lange Zeit obdachlos, der Hauptbahnhof sein Zuhause. Er ist noch immer häufig hier, der alten Freunde wegen. Seine Einschätzung der Szene heute? Hier ist es natürlich so, dass hier die Leute auch denen Angst machen, die keine Bahnkunden sind. Unten sind ja hauptsächlich Bahnkunden. Und die prägen so meist das Image hier, glaube ich, von der Trinker- und Obdachlosen-Szene. Und so hat die Security hier alle Hände voll zu tun, rund um die Uhr. Immer wieder Verletzte, immer wieder Festnahmen und dennoch das Ganze immer wieder von vorne. Offen vor der Kamera will niemand mit uns sprechen. Das Einzige, was wir machen können, wenn die anfangen zu pöbeln und pipapo, dann rufen wir die Polizei und die erteilt dann Platzverweis. Und wenn du Pech hast, sitzen die zwei Stunden später wieder da. Und irgendwann eskaliert das dann. Das ist natürlich ein Scheißdreck, weil es gehen ja auch Kinder und Frauen vorbei. Abends, wenn man da als Frau oder so zwei Freundinnen zusammen rumläuft, da wird man natürlich schon vielleicht angemacht und so. Ja, sowas, hey Süße, hier und da, wo man dann als Frau eigentlich eher wegrennen möchte. Neu ist die Idee der Stadt, um die Probleme wenigstens zu mindern, diese Trinkhalle als Aufenthaltsort für Obdachlose. Offizielle Bezeichnung: Rückzugs- und Ruheraum. Rund 50 Gäste nutzen das Angebot täglich. Die Regeln? Wir bieten hier Getränke an, nicht alkoholischer Art, aber die können ihre eigenen Getränke, was Bier und Wein betrifft, mitbringen. Hochprozentiges ist verboten. Ein Modell, das Einzelnen hilft, vor allem im Winter, das die Zustände am und im Bahnhof aber kaum verbessert hat. Und darunter schon gar nicht, weiß Szenekenner Wilhelm Grüßing. Das ist für mich auch, ich sag mal so, die schlimmste Ecke. Da drüben unterhalten sich die Leute nur miteinander, haben ab und zu mal Spaß. Ich würde mich hier nie hinsetzen und Musik machen, da hätte ich selber irgendwie ein ungutes Gefühl. Und das Verrückte ist, das ist eigentlich der normale, der intuitive Weg, wenn man da vom Bahnhof kommt und da in das Stadtteil List will. Wenn das nicht so wäre, wie es ist, dann würden die alle hier durchlaufen. Aber von da an läuft schon keiner mehr freiwillig hierher. Also dann drehen sie eventuell um und gehen über die Treppe oben rum oder sowas. Eine Strategie zur Problemvermeidung, die vor Ende der 19-Uhr-Schicht der Security auch unsere Reporterin angeraten bekommt. Also wenn euch nach 19 Uhr einer entgegenkommt, vorsichtig. Dann am besten Beine in die Hand nehmen und laufen. Wir haben versucht, ein Interview mit einer der zuständigen Behörden zu bekommen. Niemand wollte sich dazu äußern. Und von der Deutschen Bahn heißt es per E-Mail, durch die Präsenz von Mitarbeitern der DB Sicherheit und Servicepersonal im Hauptbahnhof Hannover gibt es eine sogenannte Trinkerszene im Bahnhof nicht. Stimmt, denn die Trinkerszene hat sich ja vor dem Bahnhof angesiedelt.